Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch in die Welt von Laura Geller entführen. Und zwar habe ich mir ein Set bestellt bei QVC, das ist schon eine Ecke her. Aber nun habe ich es eine Weile getestet und möchte es euch vorstellen. Und zwar geht es um dieses Set hier, Beauty of the Wine. Ja? Das ist also ein Kosmetikset von Laura Geller. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder ob euch der Name bekannt vorkommt. Es ist also eine Kosmetikserie, die ich mir hier bestellt habe, und es geht darum, dass die Sachen sehr gut für die Haut sind, sehr gut verträglich sind, also ich vertrage sie hervorragend, und dass sie auch gute Inhaltsstoffe haben. Sie sind nämlich zum einen frei von Mineralöl, Parabenen und sind im Gegensatz dazu angereichert mit hautverwöhnenden Antioxidantien, der Extrakte der Schieß mich tot und weißen Tee. Und sie enthalten ein Traubenkernöl und Vitamin E, also lauter tolle Sachen, und haben eben die schlechten Sachen weggelassen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, denn ich denke, wir können alle auf schädliche Inhaltsstoffe in der Kosmetik erstmal verzichten. Nun möchte ich euch das Set aber auch vorstellen. Der Übeltäter, warum ich mir dieses Set überhaupt bestellt habe, der Auslöser dafür ist dieses hier. Das ist ein gebackenes und gepresstes Puder von Laura Geller, und zwar eine Foundation. Die sieht so aus, ist sehr, sehr schön, klappt sich von alleine wieder zu. Nochmal, ist sehr, sehr schön. Und ihr seht hier, da geht man mit dem Pinsel rein und es löst sich so ein ganz leichter, zarter Hauch, der sich dann auf der Haut wunderbar anfühlt und leichte Unreinheiten und leichte Unebenheiten einfach etwas kaschiert. Das Ganze ist kein maskenhaftes Make-up. Also wenn ihr ein richtig deckendes, festes Make-up wollt, dann ist das sicherlich nichts. Das ist aber genau was für mich. Ich liebe leichte Sachen auf der Haut, die einfach ein bisschen kaschieren, die einfach Unebenheiten ein bisschen ausgleichen und die mir einfach einen frischen Teint bescheren. Und genau das tut dieses von Laura Geller. Ich bin sehr zufrieden. Man nehme also dieses Töpfchen, bekomme es auf, so, dann geht man mit dem Pinsel rein, so, und dann geht man einfach über das Gesicht und schon hat man seine, so, seine Foundation. Total einfach, hält sehr, sehr gut, gefällt mir prima, auch von der Farbauswahl, finde ich total klasse. Das Set hat 5 Teile. Das ist jetzt der erste Teil. Das ist nur, warum als erstes? Weil es ist der Übeltäter, warum ich überhaupt Laura Geller kennenlernen wollte. Ich wollte so ein leichtes Dingens haben. Habe ich nun, bin sehr zufrieden. Drunter kann man auftragen, wenn man dann möchte. Das ist auch in dem Set enthalten. Ein Primer. Auch dieser Primer ist angereichert mit wertvollen Inhaltsstoffen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dieser Primer, das steht hier in diesen schlauen Zettelchen drin, ob der auch ja, auf Silikonbasis ist. Das steht hier leider nicht, denn viele sind ja auf Silikonbasis aufgebaut, die natürlich für die Haut im Endeffekt nicht ganz so berauschend ist. Also er ist auf jeden Fall mit Resveratrol, Traubenkernöl ist da drinne. Nee, sonst steht nichts weiter drin. Es ist halt eine Grundlage für dieses hier. Und zwar, wenn ihr das auftragt, dann werden eben die großen Poren und auch feine Fältchen, die Unebenheiten auf der Haut, die werden kaschiert. Und ihr könnt das draufgegebene, die draufgegebene Foundation einfach länger genießen, weil es länger hält. So, kann man gut machen, habe ich heute nicht gemacht, aber ich habe schon damit gearbeitet und es ist wirklich gut. Nur, ich wollte dieses leichte Gefühl heute haben und dieses leichte Gefühl beschert mir allein dieses. Da brauche ich nicht noch den Primer drunter. Aber wie gesagt, den kann man nutzen, ist überhaupt kein Thema. Ich habe ihn auch schon sehr gut vertragen, also ich nutze ihn wirklich gerne und alles supi. Weiter im Set enthalten ist ein schönes Rouge, auch in einem sehr weinigen Ton. Also der auch so ein bisschen an die rote Weinbeere erinnert. Auch hier schön gemacht innen mit diesen Blättern, mit dieser Weinrebe. Gefällt mir sehr gut. Das Rouge hat einen sehr schönen und eine sehr schöne Farbe und ist recht intensiv in der Farbabgabe auch. Die ganzen Produkte, wenn ihr da mit dem Pinsel drin rührt, bekommt ihr tolle Farbabgabe hier
auf dem Pinsel, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehen kann, ja, wirklich reichlich Farbe für die Wange, aber es ist drinnen nicht großartig, dass es krümelt. Ich habe bei günstigen Produkten oft das Problem, dass es krümelt und dass ich mehr Rouge zum Beispiel verkrümel, als dass es auf meiner Wange landet. Das ist hier auf jeden Fall nicht. Das ist also ein gepresster, gebackener Blush. Gefällt mir sehr gut, sehr, sehr hübsch. Habe ich im Übrigen heute alles drauf, was ich euch erzähle. Das nächste Produkt, das ist jetzt das dritte, 1, 2, 3, das vierte Produkt, so rum, das ist ein Eyeshadow Duo. Und zwar haben wir hier einmal einen sehr natürlichen Ton, das ist ein ganz helles Rosé. Das man entweder auch, das kann man gut auch alleine tragen, dann ist es sehr, sehr natürlich, aber wunderschön und gibt einen frischen Augenaufschlag, gefällt mir gut. Und dazu noch dieses Dunkle, damit kann man natürlich hier die Lidfalte betonen, das habe ich heute auch getan. Und nun kommen wir zum fünften Produkt, das ist der Lippenstift von Laura Geller, dieser hier. Der hat eine echt schöne Farbe und zwar ist es auch so eine weinige Geschichte, ein Weinton. Oder ein Beerenton, aber ist schon sehr, sehr dunkel. Aber ich trage ihn gerade auf den Lippen und ich finde ihn auf den Lippen wirklich in Ordnung und nicht aufdringlich und sehr angenehm. Und er fühlt sich sehr pflegend an. Also er ist trocknende Lippen. Ich mache das jetzt gerade mal so, überhaupt gar nicht aus und den kann man wunderbar verwenden. Das sind diese fünf Produkte. Und nun mag ich euch mal zeigen, wie ich die aufgetragen habe, dass ich heute so aussehe. Uah. Bis gleich. I'm hearing a quiet knocking on my door. Lost chances, sideways glances, I will let them be without me. Creation, celebration, I will let them pass me by. And nothing ventured, nothing gained, but all I see is loss and pain, so screw it. Once I was star outshining, now I'm buzzing like a neon sign that's missing half its letters, and it's getting dimmer all the time. Shining cherry wine, yeah, I will let them pass me by again. Oh, wake and sleep and drink and eat and work until I've thrown the day. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch schnell Wimperntusche drauf, meinen Lidstrich gezogen und was ich empfehlen kann für diesen Lippenstift, einen ganz tollen Lip Liner, der wirklich zu vielen dieser Farbtöne einfach gut passt. Der ist von Max Factor in der Farbe 04 Pink Princess. Kann man das lesen? Ich hoffe. Der ist wirklich toll.
Der ist wirklich toll und passt zu vielen dieser Töne, eben auch zu diesem. Denn bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich meine Lippen nicht mit einem Lipliner umrande, kann es passieren, dass die Lippen, dass die Farbe so ein bisschen ausläuft. So. So, und nun habt ihr gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, es ist total einfach im Auftragen. Da braucht man auch nicht Wunder was können, was Make-up angeht, sondern es ist einfach total entspannt. Gefällt mir sehr gut, ja. Die Produkte sind nicht ganz günstig. Ich kann sie euch vielleicht mal in der Infobox, was ich denn finde, verlinken. Wie gesagt, ich habe es auf QVC bestellt. Und da kostet, meine ich, diese Foundation, die ja eigentlich der Auslöser war, warum ich es bestellt habe, schon um die 30 Euro. Ist also relativ teuer. Aber, ihr Lieben, was man echt nicht vergessen darf, ich zeige es euch gern nochmal. Das ist ja gepresster und gebackener Puder. Und ihr geht da wirklich mit dem Pinselchen rein. Und guck mal, da passiert fast gar nichts. Das ist so... Da habt ihr wirklich viel davon und das hält euch ewig. Das hält euch ewig und davon habt ihr wirklich viel. Die anderen Sachen, ich habe dann eben das Set genommen, das war dann für mich so als Goodie und auch zum Kennenlernen, denn eine Marke lernt man ja nicht ausschließlich durch eine Foundation kennen. Und dann habe ich eben die anderen Sachen auch gleich als Set mitbestellt. Da war das Set insgesamt, war im Prinzip minimal teurer wie diese Foundation im Alleingang. Also wäre ich doch blöd gewesen, wenn ich die anderen Sachen nicht gleich mitbestellt hätte. So, ich bin sehr zufrieden mit den Sachen. Ich weiß nicht, kennt ihr denn Laura Geller? Mich interessiert natürlich auch immer eure Meinung, was ihr denn so von den Sachen haltet. Ich finde sie sehr gelungen. Ich nehme sie auch total gerne. Ich finde sie sehr natürlich, aber doch erfrischend für den Look. Und ich mag sie total gerne. Kennt ihr Laura Geller? Habt ihr solche Produkte auch? Oder habt ihr vielleicht gepresste Foundations? Solche gebackene, gepresste Foundations hier wie in der Art? Die gibt es ja auch von anderen Marken. Habt ihr sowas auch? Würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentarbox. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ihr Lieben, war es das heute mit dem Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und natürlich auch immer über neue Follower, wenn ihr denn Lust habt. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Eure Jascha Kett. Ciao, ciao.